meine wirkliche Hochachtung. Ich bin gerührt von der Professionalität und von der Begeisterung dieser jungen Musikerinnen und Musiker. Die Musikinitiative Dayan Classics gibt es ja schon seit sehr vielen Jahren. Wir sind 2008 an den Start gegangen und es ist so, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Künstlerpersönlichkeiten in das Projekt gewirkt haben. Und wir haben immer gemerkt, das macht was mit den Kindern und Jugendlichen. Das ist was Besonderes, wenn diese Persönlichkeiten zu uns kommen und ihre Erfahrungen mitbringen und an die Musikerinnen bei uns weitergeben können. Und dann haben wir gedacht, okay, warum wollen wir nicht auch so ein Programm schaffen, wo es noch einen intensiveren Austausch geben kann. Wir hatten jetzt gerade den ersten Dayan Classics Botschafter Rudolf Buchbinder, der im vergangenen Jahr mit unserem Projekt und unseren Jugendlichen gearbeitet hat. Da waren die Begegnungen natürlich auch ganz unterschiedlich. Also wir hatten große Orchesterkonzerte mit 100 MusikerInnen in der Elbphilharmonie, aber auch ganz kleine, intime Momente in einer Masterclass mit nur drei anderen MusikerInnen. Oder ich muss jetzt gerade daran denken, wie er bei dem Konzert eine Zugabe gespielt hat mit unserer Konzertmeisterin und dem ersten Cellisten. Im großen Saal der Elfi, wenn ich das sage, kriege ich eine Gänsehaut. Und sowas funktioniert dann aber besonders gut, wenn man tatsächlich sagt, man lässt sich begleiten über einen längeren Zeitraum. Also deshalb ist die Idee auch schon BotschafterIn für ein Jahr bei Dayan Classics, damit man ihnen sagen kann, man fängt mal mit einem Probenbesuch an. Es gibt Möglichkeiten für einen Austausch. Was ich so beobachtet habe, diese Musiker haben so einen gesunden Instinkt und eine gesunde Begeisterung. Musik bedeutet für all diese jungen Leute so viel. Und das ist schon das Allerschönste, was passieren kann. Bei dem Botschafterprogramm geht es also vorrangig natürlich um die Musik, weil das ist das, was wir hier machen bei Dayan Classics. Aber es geht darüber hinaus noch um so viel mehr. Und wir hoffen natürlich, dass in den nächsten Jahren viele inspirierende Persönlichkeiten kommen werden, die über alle Module hinweg bei Dayan Classics, sei es im Orchester, im Chor, es schaffen, diese Momente zu erzeugen. Da haben wir natürlich Menschen im Kopf, die älter sind, die jünger sind, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch kommen. Wir freuen uns über Ideen und Impulse, die natürlich sehr häufig auch von unseren Modulleitungen kommen, weil die einfach diejenigen sind, die ganz dicht dran sind. Die wissen, was ist für die Kinder und Jugendlichen interessant. Die kennen natürlich Dayan Classics in- und auswendig und atmen diese Initiative irgendwie jeden Tag. Und von daher sind wir da sehr gut beraten mit Vorschlägen dieser Seite. Wichtig ist eigentlich nur, dass sie Musik genauso leben wie wir und dass sie auch dieses Interesse für Musikvermittlung mitbringen und Lust haben, sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen und mit ihnen zu arbeiten.